Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Spyro The Dragon. Ja, ich weiß, es ist ein super toller Bildschirm. So. Sparks, das sieht echt scheiße aus. Wir sind wieder bei unserem Ballonkumpel. Wie schnell du so viele gestohlene Schätze gefunden hast. Ja, weil ich einfach ein geiler Typ bin. Sei rein, wenn du bereit für die Welt der magischen Künstler bist. Magische. Ach du. Oh, jetzt, ja. Na gut. Da gab es auch das ein oder andere nervige Level. Aber ist okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Freunde. Wir kriegen alles hin. Ganz einfach. So. Wir landen. Genau, ja. Das ist die Scheiße mit diesen Zauberern, die immer hin und her. Ach. Oh Gott, wie lost. Ganz wichtig, Freunde, den gleich wegziehen. Der Weg ist nämlich echt nervig mit dem. Ja, ich habe ja keinen Sparks mehr. Das ist doch scheiße. Und jetzt das selber einsammeln. Er kommt nämlich irgendwie von da oben runter gesprungen und da müssen wir da hinterher. Und das ist übelst kacke mit dem Eierdieb. Aber wir haben den ja gleich weggezogen, deswegen alles safe, Freunde. Willkommen bei den magischen Künstlern. Ich möchte, dass du die Drachen befreist, unseren Schatz zurückholst und den blauen Dieben die Eier wieder abnimmst. Und wenn du schon dabei bist, kannst du meine Wohnung aufräumen, meine Fenster putzen, mein Auto waschen. Ja, komm. Könnt ihr eigentlich schießen oder könnt ihr irgendwie gar nicht? Außer lustig klingen. Au. Oh, ich brauche einen Sparks. Das ist scheiße ohne Sparks. Irgendwo Futter. Bro, ich war gar nicht auf dich aus, Junge. Chill mal deine Base. Close. Die müssen irgendwo Schaffutter, Libellenfutter geben. Was war ich für ein Level hier? Alpenkamm. Okay. Keine Ahnung. Hier müssen wir durchsprinten, dann drehen wir uns kurz. Hier nochmal durchsprinten. Und dann füttern wir erstmal unseren coolen Sparks. So, er ist grün. Hat man nicht gerade zwei Schmetterlinge? Ach, hier. Dann mach ich hier noch rein. Der hier hat nur im Kreis, ne? Warum hab ich nicht gespuckt? Wow. Ich wollte dich anspucken, Bro. Warum passiert das nicht? Andersrum war wie angenehmer. Und tschüss. Oh, fast mehr Eier als Drachen befreit. Ist ja fast wie Teil 3 hier. So. Einfach weil wir es können. Habe ich ihn nicht getroffen. Ernsthaft? Ach, come on. Als ob ich ihn auch. Oh, komm schon. Huah! Tja, Kumpel. Was soll ich sagen? Ja, dumm gelaufen, ne? So, die machen hier nämlich zu, weil das ein paar Wichser sind. Dafür haben wir da oben nämlich unsere Superladung. Unseren mega krassen Hypersprint. Wow. Und für die nicht. Den kriegen wir so weg. Aber für die anderen da brauchen wir unseren Supersprint. Den hier. Erstmal holen wir den hier, der erklärt uns das Ganze erstmal. Du kannst entlang von Pfeilen wie diesen hier vorstürmen, um eine Superladung zu beginnen. Superladung? Spitze! Los, probier's aus! Ab geht's, Junge! Gleich. Was ist das hier? Luftige Höhlen! Okay, cool. Hier versteckt sich schon mal nichts. Aber hier. Ja. Weil der Dude macht hier nämlich die Wand hoch. Und da können wir noch nicht langlaufen und dann, ja, deswegen halt die Superladung. Aber hier gab es noch zwei andere Sachen für die Superladung. Einen habe ich schon gesehen. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, müssen wir mit der Superladung so komplett einmal nach ganz unten. Boulder! Boulder! Boulder.
Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß noch, wie ich mir als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen. Verstanden. Kristallflug, gut. Kein Problem. Aber nicht jetzt. Stimmt, wir mussten mit der Superladung durch die Truhe ballern. Die schießen Blitze. Das ist hier so ein normaler Dude, kein Problem. Und wir haben Wirbelfiel. Das ist übrigens, glaube ich, da, wo es den Fähigkeitspunkt gab. Wirbelfiel, genau. Luftige Höhlen und Wirbelfiel. Reite 10 Sekunden lang auf einer Droidenplattform. Das ist, verbrenne das versteckte Gemälde in luftige Höhlen. Ja, Bro. Das ist so dumm wie das, wie die Tulpe da, die rosa Tulpe zu finden. Ich jetzt einfach rumrennen und jede Wand anzünde. So, dazu kommen wir gleich zu der Truhe. Was haben wir hier? Zauberberge. Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht mehr genau, was hier war, welches Level war. Aber wir werden es gleich rausfinden. Und hier ist übrigens ein Geheimgang. Ah ja. Den brauchen wir nämlich, glaube ich, für die zweite Super-Sprint-Superladungs- Ding ins Kacke. Das zeige ich euch gleich. Erst wollen wir uns in die Truhe, wenn ich es hier nicht wieder voll ins Verkacke. Sieht gut aus, sieht gut aus. Haben wir. Schmeckt 25 Rubine. Nehmen wir mit, Freunde. Nehmen wir natürlich mit. So, hep, 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 hep. So, und jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoll und nervig. Ich kann mich noch vage daran erinnern, dass ich hier bestimmt 32.700 und viermal gestorben bin. Die müssen hier rum und dann hier übelst spät. Okay, easy. Einfach reinspringen. Kann das sein, dass ich was anderes meinte gerade? Jedenfalls ist so der Plan, dass wir 300 von 300 Rubinen haben und damit dann 100% des Levels haben. Ich glaube, so kommen wir hier nicht rein, oder? Nope! Schaffen wir nicht. So, mit welchem Level fangen wir denn am blödesten an? Wir fangen... Ich gehe mal wieder zurück zum Anfang und würde sagen, wir nehmen das erste. Hier war nichts. Genau. Da kommen wir her. Was ist denn hier das erste Level? Tatsächlich luftige... Alpenkamm, stimmt. Alpenkamm. So, Freunde. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.